Willkommen zurück zu Resident Evil 7. So, das Kamerachen, das kleine Objektiv mal einschalten. Schönen guten Abend. So, ich habe hier gerade keinen Plan, was ich machen muss. Ich habe es nämlich vergessen gehabt. Evie ist oben. Wie gesagt, ich habe es total vergessen gehabt. Da unten sind Patronen. Ein Zettel, Abteilung Spezialeinheit, das hat man schon mal gelesen gehabt, wenn ich nicht irre. Und ja, war hier nicht ein Mob gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Bombe. Kann ich auf jeden Fall rein. Entriegelt, okay. Das war das, wo wir... Warum kann ich jetzt da nicht rüber? Keine Ahnung. Jedenfalls war das das, wo wir vorhin da nicht lang gekommen sind. Nee, nee, du kannst hier. Dann halt so. Wenn du das nicht anders möchtest, das war's für dich. Scheint so. Gut. Hier sieht's ein bisschen annehmbar aus. Warum können wir hier nicht? Doch, wollte gerade sagen. Okay, ist nichts drin. Maschinenpistolenmunition. Alles schicki Bello. Gut. Oh, hier ist ein Streiterer. Ich habe hier ein bisschen mehr gerade erwartet. Oh, ich war jetzt verwundert, warum es hier auf einmal so dunkel war. Schießpulver. Schießpulver ist immer gut. Wo sind wir denn hier? Ging es das letzte Mal auch hier hin? Was ist das denn? Die Bilder kann ich berühren. Was mit denen? Die kann ich nicht berühren, da steht was im Wege. Soll ich die etwa so anordnen wie auf der anderen Seite? Das Pinke muss links hoch, okay. Sieht gut aus. So, das Grüne muss nach oben. Oh. Und das Bild einmal richtig rum. Oh, war sogar richtig. Wusste ich gar nicht, dass man einen Safe dafür öffnet. Dreimal Erzmittel, wofür braucht man das denn? Wer weiß. Momentan ist nämlich auch hier ganz schön ruhig, was die ganze Stimmung so ein bisschen angeht. Finde ich natürlich nicht ganz so toll. Gerade voll erschrocken. Ich habe zwar... Oh, ich sehe gerade, die Kamera ist gerade ein bisschen klein. Uno momento, ich versuche es mal eben einzustellen. Geht das so? Hä? Irgendwas stimmt gerade mit der Kamera hier nicht. Geht sie wieder zurück? Die macht, was sie will. Jetzt geht sie wieder zurück. Vielleicht sollte ich... Wartet mal. So, das Gesicht ein bisschen nach oben. Sieht man mich jetzt? Ja, ne?
Theoretisch dürfte jetzt die Kamera nicht mehr. Es war ein bisschen hell. Jetzt geht sie wieder zurück. Was zum Teufel ist hier los? Muss ich vielleicht doch nochmal kurz schauen. Uno Momento Filter war das nicht. Ja. So, Video konfigurieren. Gesichtserkennung machen wir mal eben aus. So. Zack. Geht's ein wenig nach unten. Das ist, glaube ich, schon wieder zu groß. Theoretisch, so müsste es reichen. Gut, dann speichern wir das. Okay, so. Dann kann ich das hier nämlich auch wieder ein bisschen runter. Dann stört das nicht so in den Ohren. So. Tut mir leid deswegen. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zurück setzen tut. Ich habe jetzt bloß noch ein Messer. Mich erschrocken gerade. Boah. Können die doch nicht machen mit mir. Schießpulver. Was haben wir denn hier? 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. 16 Jahre ist das schon her. Krass. Wie sieht's aus? Haben wir noch? Ja, komm, machen wir noch eins. So. Holy shit, habe ich mich gerade erschrocken. Meine arme Tastatur. So. Ach, genau. Hierfür einmal das Ötzmittel. Vielleicht haben wir hier was Schönes drin. Man weiß es nicht. Sieht nicht danach aus. Was ist denn das? Hat vorhin schon so komisch aufgeblinkt gehabt. Oh, Schrankschlüssel, Kapitänskabine. Nice. Ach, da kriegen wir ja die Waffen jetzt. Da bekommen wir die Waffen. Was ist denn das? Wo zur Hölle bin ich? Ah, hier. Kassettchen. Können wir aufnehmen. Ein Dietrich. Haben wir einen Dietrich benötigt gehabt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ach, schade, ich habe gedacht. Das funktioniert. Gut, dann sollten wir schauen. Dass wir jetzt zur Kapitänskabine bekommen und hier vielleicht noch mal in diesen kleinen Gartenzwerg umhauen. Denn ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob das irgendwie für Achievements oder irgendwas ist. Wenn es wichtig ist, nehmen wir natürlich mit. So ist es nur nicht. Oh, ich habe Angst, dass hier in jeder Sekunde irgendwas auftaucht.
stimmt, hier geht's ja nicht lang. Da muss ich Bette 3. Dann irgendwie nach oben war's, ne? Ah ja, genau, hier war's. Wo die gute Evelyn auf dem Stuhl gesessen hat. Erstmal speichern. Ich bin immer noch nicht von dem Schock von gerade eben erholt. So, welches wäre denn das nächste jetzt? Das hier. So. Ich habe noch 50 Minuten vor mir. Oh, ich will jetzt schon nicht. Oh. Genau, wir müssen jetzt nach oben. Ich habe auch ein bisschen manchmal Schiss, dass hier auf einmal irgendwas davor guckt. Es war in 4 manchmal auch schon so. 4-2 kann ich mich daran erinnern. Und 4-2 war ja so krass vom Horrormäßigen. Da war 4-1 eher nicht so. Und 4-3 war mehr so eine Mischung. Hab dich. Gänsehaut. Oh. Ich krieg Gänsehaut pur hier gerade. Das gefällt mir nicht. Puh. Warum ist das Ding offen? So, Schlüssel. Draußen ist noch eins. Wie machen wir's? Theoretisch. Ja, da ist er. Wo kommst du bitte her? Ist mir ein bisschen zu hoch. So. Gut. Dann dürften wir ja vielleicht jetzt in den nicht letzten Stock, sondern in den ersten Stock, beziehungsweise die erste Etage. Krass. Ich bräuchte noch einen Thumbnail. Nur ist die Frage, was nehme ich? Beziehungsweise, was für einen Titel nehme ich? Das ist immer so eine Sache. So, ich nehme mal kurz aus, ohne Momento. So, ich glaube, das hier ist ein hübsches Thumbnail. Ist zwar total sinnlos, wird mit der Folge wahrscheinlich wieder nichts zu tun haben, aber immerhin. So. Ich glaube, ich nenne es die Besatzung des Schiffs. Genau, einmal runter. Dann Stockwerk 3. Nee, Stockwerk 2 müssen wir. Klettern mal hoch. War nichts zu hören, okay. So. Ein Schuss verbraucht, wird sofort gleich nachgeladen. Manche Shooter-Fans kennen es ja.
Meistens wird dann immer ein Schuss, bevor der Gegner stirbt. Und von daher ist das auch schon bei mir eine Angewohnheit geworden. Kann ich? Jawohl, ich kann. Ach, ich brauch. Gewebeprobe Evelyn. Wofür brauchen wir bitteschön Dietrich? Jetzt muss ich mal eben gucken. Duschraum, Krankenstation, da könnte man auch noch hin. Brücke, da oben waren wir schon. Hier. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da ist noch was zum Öffnen. Da gehen wir auch jetzt auf jeden Fall hin. Es bringt ja sonst nichts, wenn wir alles dort lassen, wo es ist. Ach, hier bin ich. Okay. So. Bin ich ja mal gespannt, ob ich da auch gleich durchkomme. So, wir hatten... Genau, hier war der Dietrich. Oh, eine antike Münze. Antike Münzen ist gut. Wir brauchen nämlich immer noch diese... Boah. Wo zur Hölle kommst du jetzt her? Mann! Kurz mal was drüber pfeffern hier. Die Arme sehen auch jetzt immer komisch aus, habe ich so das Gefühl. So, wartet mal. Eben das hier runterziehen. Kombinieren können wir nichts. Schade. Oder doch, wartet mal. Bringt uns ja nichts. Ich frage mich, ob wir hier überhaupt lang sollen. Weil hier wurden wir nämlich aus dem Schiff geschleudert. Als wir das Video geguckt haben. Oh, es speichert. Also wir sind hier eindeutig richtig. Ist das Not aus? Oder Not an? Kann ich nicht öffnen? Ich hasse so eine enge Räume. Hier kann überall was auftauchen. Chemikalie X. Nee, stimmt nicht. Chemikalie X ist ja was vollkommen anderes. Ankotzen brauchst du mich schon nicht. Noch nicht für dich, Dicker. Doch, zwei Bomben. Ich glaube, auf normal hätte er drei gefressen. Wenn das überhaupt reicht. Würde mich aber mal gerade interessieren, wo der hergekommen ist. So, erstmal abschrauben. Das Kabelchen, ich glaube, das können wir nämlich gebrauchen. Netzkabel. Okay.
Und noch eine Bombe. Kann ich nicht lang? Warum das nicht? Das gefällt mir nicht. Du hörst im ganzen Schiff knarzen. Sicher, das mag vielleicht der Wind oder irgendwas mit Metall zu tun haben. Aber wenn du hier willst, dass so eine Viecher hier rumrennen, dann kannst du nur sagen, gute Nacht.